So, hallo und herzlich willkommen zurück beim Joe. Heute, ja, soll es um die zweitgrößte deutsche Biermarke gehen, und zwar um das Krombacher. Ich glaube, jedem ein Begriff, jedem bekannt. Ich weiß nicht, ob man es auch gut im Video sieht. Es ist schön gekühlt und hat die optimale Trinktemperatur für mich. Ja, ich dachte, ich schnappe mir mal ein schönes Krombacher Pils und werde das mal testen. Hatte ich schon lange nicht mehr. Für heute habe ich es mir auch verdient. Heute durfte ich schon meine Sommerreifen aufziehen und deswegen, ja, darf jetzt so ein kleines Feierabendbierchen nicht fehlen. Das heißt, schauen wir uns das Ganze nochmal an. Und dann öffnen wir es auch schon. Der Geruch. So, da hat einmal die Kamera nicht mitgespielt, da war der Akku alle. Deswegen jetzt nochmal Geruch. Leicht süßlich, bisschen nach, ja, Getreide, Gras. So ein bisschen in diese Getreiderichtung. Vielleicht noch mal so ein bisschen allgemein zum Krombacher. Ja, eine alte Familienbrauerei, die damals in Krombach eine kleine Gastwirtschaft hatten und dann dort nach altem Gesetz ihr eigenes Bier brauen mussten. Mittlerweile, ich habe eben mal nachgeguckt, seit 1803, also schon 2 Jahrhunderten mit dabei und mit am Start. Und ja, deswegen fast schon ein deutscher Klassiker sozusagen, das Krombacher Pils. Und ja, ich bin jetzt mal gespannt auf den Geschmack. Schütt einmal ein. Okay. So, also von der Farbe schaut es recht schön aus. Schöne gelblich-goldene Farbe. Also schöne Farbe, Schaumkrone. Hält sich, sage ich mal, in Grenzen. Ist nicht ganz beständig. Und ja, dann wollte ich sagen, gehen wir mal zum Probieren über und zum Geschmackstest. Wie gesagt, das Ganze ist natürlich nur mein eigener Geschmack und ja, ist nur das, was ich über das ganze Produkt denke. Und dann fangen wir mal an. Ja, hat einen netten Einstieg. Bisschen herbe im Abgang. So, da hatten wir nochmal ein Problem mit der Kamera, aber insgesamt, wie gesagt, im Abgang wirklich die Bitterkeit, die man aber auch gewöhnt ist oder die man auch möchte von dem Pilz. Aber trotzdem noch gut süffig. Kann man trinken. Wie gesagt, glaube ich, macht man nichts mit verkehrt mit dem Krombacher, mit dem deutschen Klassiker. Für mich gibt es natürlich deutlich Besseres, aber auch deutlich Schlechteres. Also ich finde, man kann nichts verkehrt machen. Und ja, ich werde es jetzt noch schön genießen, schön ruhig auftrinken und den Feierabend schön einläuten. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.